So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Part von Let's Play Pokémon Omega Rubin. In dem letzten Part hatten wir beim Rätselmeister einige Rätsel geschafft und in diesem Part werden wir uns gleich mal den Arenaleiter Norman vornehmen, ja? Zuerst aber müssen wir seine Gefolgsleute kloppen, denn ja, die möchten sich gerne mit uns anlegen und wir dürfen ja nicht passieren, bevor wir die alle gekloppt haben, oder? Nein, nicht gerade alle, aber einen guten Teil müssen wir schon weghauen, damit wir uns zu Norman hinbegeben können, ja? Ich werde mir aber die Mühe machen und ich werde sie alle kloppen, denn ich möchte gerne Erfahrungspunkte einsacken und ja, hier kann man das sehr gut tun, denn die Trainer sind gar nicht mal so schlecht gelevelt und das werde ich auf jeden Fall ausnutzen. So, Enikuro ist am Start und Baumfried ist am Start. Ich muss hier aufpassen, denn dieses Enikuro besitzt die Attacke Anziehung, denn ja, jedes Enikuro besitzt die Attacke Anziehung, denn so spielt man halt dieses Pokémon und keine Ahnung. Gibt es eigentlich ein männliches Enikuro? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, das ist wirklich so ein weibliches Pokémon. Also komplett weiblich. Oder gibt es davon eine männliche Version? Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr wundern. Aber bei Pokémon weiß man ja nie, ne? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also falls ihr da genauer Bescheid wisst, könnt ihr mir gerne mal davon berichten. Ja, würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. By the way, der Sound vom Spiel sollte jetzt wieder normal sein. Davor war der Sound immer so, naja, sehr leise und irgendwie sehr mager. Man konnte es so ein bisschen hören, aber nicht wirklich so gut. Und erst jetzt hat der gute Bladius es hinbekommen. Und ja, ich hoffe, das gefällt euch so. Denn ich finde auf jeden Fall, also ich sehe schon einen Unterschied. Ich hab vorhin eine Testaufnahme probiert und klang auf jeden Fall ganz gut. Und auf jeden Fall nicht zu vergleichen mit den anderen Aufnahmen, also die bisherigen Aufnahmen. Da klang der Sound wirklich für den Arsch und man konnte wirklich den Sound kaum identifizieren. Der war zwar vorhanden, aber wirklich so ganz leise. Und jetzt, glaube ich, sollte es aber schon ein bisschen besser sein. Also sagt mir da auf jeden Fall mal Bescheid. Würde mich auf jeden Fall interessieren, ob der Sound jetzt besser ist als davor. Und wisst da Bescheid. So, ich werde die Animation wieder anmachen. Wir hatten bisher die ganze Zeit ohne gespielt und ich finde, jetzt ist es endlich mal Zeit, diese Scheiß-Animation wieder anzumachen. Mein Gott. So, Astrainerin, was geht? Unser Arenaleiter hat uns angewiesen, alles zu geben und dich zu besiegen. Auch wenn du sein Sohn bist. Ah. Ja, okay. S-Trainer oder Astrainer. Roswitha. Klingt wie PS Vita. Irgendwie ein bisschen. Oh, Sengo. Ich muss ja aufpassen. Ich muss jetzt schon hier aufpassen. Ich glaube, ich fange mit Wachstum an. Damit mein Angriff etwas stärker wird. Mal gucken. Die hat das gleiche vor mit X-Angriff. Okay. Oh, der wird ja wirklich größer. That's what she said. So, und jetzt nur noch Holzgeweih und das sollte diesen Kampf hier beenden. Ich weiß zwar nicht, ob der Kampf sofort beendet wird. Oh mein Gott, Klauenwetzer, dein Ernst? Leute, ich muss mich vor diesem hier in Acht nehmen. Okay, es ist tot. Aber ansonsten, oh mein Gott, es hat seinen Angriff um 2 Stufen gestärkt. Und Sengo ist sowieso ein physisches Pokémon, das extrem viel Damage machen kann. Au, 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 au. Bin ich jetzt beim Arenaleiter angekommen? Nein, nein, das ist lame. Wir wollen zuerst die anderen besiegen. Ich glaube, dafür muss ich nochmal zurückkehren und die anderen Türen hier öffnen. Wo sind denn die? Hier ist keine Tür, Bruder. Was geht denn hier ab? Genau, hier ist noch eine Tür. Ich glaube aber, es gibt noch einen Raum davor, genau. Ne, trotzdem. Ich gehe zuerst hier rein und dann benutze ich die eine Tür und dann werde ich alles durchforsten und durchschnüffeln und gucken, was ich hier finden kann. Je stärker meine Verteidigung ist, desto rücksichtsloser kann ich angreifen. Stimmt schon. Ich denke, wenn man seine Verteidigung wirklich enorm in die Höhe gesteigert hat, ich meine somit, was weiß ich jetzt, Eisenschild oder nee, warte, wie heißt denn die Attacke? Eisenabwehr, genau. Und wenn man das 2 bis 3 Mal eingesetzt hat, Alter, hat man auf jeden Fall eine sehr solide Verteidigung am Start. Danach kann man einfach draufhauen und alles kaputt schlagen. Ist ja auch eine ganz nette Sache. So, ich mach mal meine Pussy-Taktik mit Kung-Fu-Strahl und danach werde ich den Gegner nicht sofort angreifen. Nein, ich werde zuerst nochmal Wachstum einsetzen. Wunderschön. Geodax haut sich selber auf die Fresse und kann dadurch nicht angreifen oder seine Werte verstärken, was voll cool ist. Ja, das gefällt mir sehr, sehr gut. Los, Holzgeweih! Oh, es ist schneller als ich. Das ist ja cool.
Oh, von allen Attacken benutzt es ausgerechnet Lehmsula. Was hat man davon? Klar, Elektroattacken funktionieren, glaube ich, schon, aber die sind, also der Angriffswert ist dann gemindert, glaube ich, oder? Ich glaube schon, irgendetwas in der Art, aber wie kommt man auf die Idee, einfach so ohne Grund Lehmsula einzusetzen? Ich meine, klar, hätte ich ein Elektro-Pokémon am Start, würde sowas an sich Sinn machen. Aber so, Alter, ich habe ein Pflanzen-Pokémon am Start. Das macht keinen Sinn. Das macht auf jeden Fall keinen Sinn. So, Baumfried hat Level 29 erreicht. Ich glaube, ich kann hier definitiv mal wechseln. Und ich glaube, für diese Arena eignet sich mein Glibunkel sehr, sehr gut. Das werde ich auch gleich mal an der Front lassen. Und mal gucken, was ich hier so anrichten kann. Okay, gibt es auch noch einen Eingang? Das ist doof. Mal gucken, ob ich alle Trainer finden werde, denn gibt es wirklich mehrere Türen. Ich weiß nicht, wo ich schon war und wo eben nicht. Na, ich glaube nicht, dass es so viele Trainer noch hier gibt. Also, ich schätze, maximal könnten es 6 bis 8 Trainer in dieser Arena. Nee, 6. Ich glaube 6. 6 ist realistisch. 6 Trainer sollten es sein. Mehr bezweifle ich. Also, ich glaube nicht, dass es mehr Trainer hier gibt. So, ich fange mal mit Protzer an. Oh, Angriff plus. Ey, die benutzen alle diese scheiß Items. Protzer erhöht. Erhöht. Das hat ja so viel mit dem Angriff hier zu tun. Erhöht meinen Angriff und meine Verteidigung, was sehr cool ist. So durch oder dadurch wird meine Verteidigung ein bisschen gestärkt. Ich kann also ein paar Angriffe hinnehmen und kann ich dann auch angreifen, was auch voll cool ist. Ich bekomme Schlammbombe. Schlammbombe. Ja, das ist eigentlich eine ganz gute Attacke. Trotzdem, Genauigkeit sackt ein bisschen. Es sackt sogar sehr hart. Ich könnte es aber durch Felsgrab ersetzen. Nee, ich glaube aber nicht, keine Ahnung. Ich habe nicht wirklich Bock auf Schlammbombe. Geht mir viel zu oft daneben und auf sowas stehe ich nicht wirklich. Wow, bist du stark. Da gibt's echt nichts dran zu rütteln. Oha, wie kann man das sagen, ohne sich dabei zu versprechen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wenn man so beschränkt in der deutschen Sprache ist, dann hat man es halt schwer, sowas ohne Probleme zu lesen oder so. Keine Ahnung, also was bei mir eigentlich der Fall ist. Oh, nein, ich will nicht mit dir kämpfen. Das sieht ja schön aus, ne? Der Boden reflektiert die Sonne oder umgekehrt. Das macht keinen Sinn. Du hast hier also 4 Arena-Orden erkämpft. Ja, das habe ich. Vater, ich wollte gerade Bruder sagen, aber Bruder würde keinen Sinn machen. Na schön, versprochen ist versprochen. Lass uns einen Pokémon-Kampf austragen. Nein. Kannst du bitte abzischen? Danke sehr. Yes. Wie gesagt, ich werde hier alle Trainer kloppen. Ich möchte gerne Erfahrungspunkte sammeln. Ich könnte es eigentlich so gesehen auch offscreen machen, damit ich hier keine Zeit verschwende. Aber komm, ich meine, wir haben Zeit. Wir haben sehr viel Zeit und naja, die werde ich mir auch nehmen. Habe ich die schon besiegt? Ich glaube schon, ne? Oh, ich glaube, ich habe alle besiegt. Kann das sein? Oder warte. Ich glaube, noch ein Trainer fehlt. Der sollte dann. Oh, nee, warte. Nochmal. Genau. Wenn ich hier reingehe, sollte ich dann zu diesem Trainer hier kommen. Er ist hoffentlich der letzte Trainer, denn langsam aber sicher bekomme ich auch keinen Bock mehr drauf. Oh, da sind 2 Türen. Ich hoffe mal, dass die falsche Tür ist. Also, wo sich ein Trainer befindet, den ich schon besiegt habe. Und warum besitzen die immer die gleichen Pokémon? Ich habe bisher nur Geradax gesehen, Enikoro und Zengo. Gab es ein anderes Pokémon hier? Ich glaube, nee. Das ist ja behindert. So, ich fange nochmal mit Protzer an und die fängt auch wieder mit X-Treffer an. Genauigkeit steigt, das ist behindert. Hätte ich dann eher ein X-Defense eingesetzt, aber nicht X-Treffer, Alter. Egal, Ableithieb. Und die setzt Duplex-Hieb ein, okay. Naja, Duplex-Hieb hört sich für mich an wie Doppelhieb. So, zweifach. Aber der hat gerade dreifach getroffen, also kann es wohl nicht die gleiche Bedeutung haben. Egal. Enikoro ist down. Yeah, läuft. Du bist mir doch glatt ein bisschen überlegen. Glatt ein bisschen? Du hast ein einziges Pokémon gehabt. Das, nee, das bringt es einfach nicht, Maus.
Das bringt das auf jeden Fall nicht. So, hoffen wir mal, dass wir diesen Trainer besiegt haben. Yep, haben wir. Läuft. Sehr gut. So. Nochmal hier hineingehen und hoffen, dass wir auch diesen hier besiegt haben. Nope. Ja, das hier sollte auf jeden Fall der letzte sein. Ich wechsle hier mal zu Metang. Ja, der gute Metang bekommt auch fast keinen Ruhm mehr. Irgendwie kommen nur noch Gegner, gegen die er einfach nichts ausrichten kann. Und das ist ein bisschen blöd, ne? Ich meine, Metang ist so ein geiles Pokémon. Auf jeden Fall wird es ein geiles Pokémon später, nachdem es sich entwickelt hat. Aber jetzt ist es auch gar nicht mal so schlecht mit seinen Attacken. Ich meine, Eisenschädel und Senkopfstoß geht eigentlich voll fit. Kann man eigentlich gar nicht drüber klagen, ey. Also man kann sich nicht beklagen, was geht jetzt hier? Der fängt wieder mit Lebensuhl an. Das ist wunderschön. Okay, das hat jetzt nicht so viel Damage gemacht. Ich probier's mal mit Eisenschädel. Ja, Kratzfurie auf ein Stahl-Pokémon. Das ist ein bisschen blöd. Oh, das, ich glaube, das hat mehr Damage gemacht, oder? Ich glaube schon, nochmal. Witz jetzt, ja, was macht denn das noch? Nicht sehr effektiv. Oh, der hat mein Item geklaut, oder? Bezirzer. Die Attacke geht es schon voll lange, aber irgendwie vergesse ich immer, was sie macht. Hm. Ja, ich glaube, dass sie einem das Item wegklaut oder so. Wegklaut klingt blöd. So, Astrina. So Ass warst du jetzt auch nicht. Ich meine, ich bin es gewohnt, dass Astrina ein bisschen schlauer sind und auch ein bisschen besser agieren als das hier, aber ja, kann man nichts machen. So, begeben wir uns sofort zum Arena-Leiter. Ich werde mir nicht die Mühe machen, meine Pokés aufzuhalten, denn ich denke nicht, dass das nötig sein wird. Ich habe so ein Gefühl, der wird mich auch enttäuschen, genauso wie Flavia. Deshalb, ja, werde ich dem eine kleine Chance geben. Und Sklave hat wieder ein Item gefunden. Was hat er gefunden? Superball, läuft. Ich denke, wir fangen das Ganze mit Melly an. Ich könnte auch eigentlich Quirk in den Kampf schicken. Die ganze Zeit Protzer, yeah, Englisch. Good English for the win, Protzer. Ja, Protzer einsetzen, 2-3 Mal und danach einfach nur Ableit-Hieb spammen, bis der Gegner tot ist. Aber das wäre auch langweilig, ne? Ich meine, das würde mich nicht bocken. Und deshalb machen wir das ein bisschen anders und bauen hier etwas Stimmung auf. Los geht's. Bloody. Es macht mich so glücklich, dass mein eigener Sohn stark genug ist, um gegen mich zu kämpfen. Ja, ich habe nicht mal 24 Stunden gezockt und ich bin schon bei meinem Vater angekommen. Ja, ich bin schon so stark geworden, wofür ein paar andere Leute Jahre brauchen, um so weit voranzukommen. Ich aber brauche nicht mal einen Tag und bin schon beim 5. Arena-Leiter. Das ist äußerst bemerkenswert, Leute. Ich weiß nicht, wie dieser Trainer das macht. Ich glaube, er hat einfach ein sehr gutes Talent fürs Kämpfen oder er ist einfach ein fucking Cheater. Und der fängt an mit seinem Letterking? Oh, das überrascht mich ein bisschen. Nee, ich dachte, der würde entweder mit Monty anfangen oder mit Bummels. Aber der hat sofort einen Letterking am Start, Alter. Okay, ich muss ja aufpassen. Ich probier's mal mit Drachenklaue. Oh, fuck, ich hab hier ein bisschen Angst. Heimzahlung. Fuck. Oh, shit. Das war ein Volltreffer? War das dein Ernst? Nee, Leute, ich muss hier wechseln. Ich glaube, Baumfried könnte mir auf jeden Fall helfen, aber nee. Wir machen das noch ein bisschen spannender. Ich muss dieses Letterking loswerden. Es ist ein bisschen stark und ich habe Angst, dass es meine Pokémon töten könnte. Ich glaube, Metang wäre hier eigentlich die beste Wahl, oder? Ich meine, Metang kann ja viel aushalten und Normalattacken machen dem ja fast absolut gar keinen Damage. Und ich gehe nochmal auf Nummer sicher hier und setze Eisenabwehr ein, damit meine Verteidigung noch etwas fetter wird. Oh, der kann Finte? Tja, habe ich wohl die Arschkarte gezogen jetzt. Ich dachte wirklich, das hier könnte was werden. Ja, ich will mal nicht so sein. Ich werde hier mal einen Supertrank verwenden. Ich will ja meinen Metang nicht sterben lassen. Das wäre ja voll lame. Letterking muss sowieso jetzt eine Runde auslassen. Wegen Schnarschnase. Und ich kann jetzt wieder angreifen. Mit, warte mal. Ich probiere alle beide mal aus. Ich glaube aber, Zen-Kopfstoß macht weniger Schaden als Eisenschädel. Eisenschädel, los! Oh, der macht Gena.
Fuck you. Nee, das macht auch fast keinen Damage. Ich muss hier wechseln, ansonsten pennt Metang ein. Ich wechsle jetzt zu Croak. Oh mein Gott, ich hoffe, dass das gut geht. Ich habe Angst, dass er wieder Heimzahlung einsetzt oder sonst irgendeine Kacke, die mich dann scheißen tun könnte. Der macht Gena, okay, das geht ja noch. Und Ableitieb kann es töten. Wunderschön. Nein, ich war... Keine Ahnung, also auf sowas war ich jetzt absolut nicht gefasst. Dass er mit einem Lethargy anfangen würde, Alter. Ist schon... ein bisschen skurril. Jetzt kommt erst ein Moontier. Das ist auch sehr skurril. Everglades. Wie gesagt, diese Arena ist eigentlich ganz easy, solange man ein Kampf-Pokémon an seiner Seite hat, aber ja, ich will es mir ein bisschen spannender machen, deshalb kämpfe ich mal mit anderen Pokémon, die keinen Vorteil gegenüber den anderen haben. Und das hier hat mir eigentlich sehr viel Damage gemacht. Ich hoffe mal, dass Lebensschuss genau das hier bewirkt. Trotzdem wird das Everglade nicht überleben hier. Ja, Everglade, you suck balls. Tactical Retreat. Los. Ich gehe mal davon aus, dass er wieder Heimzahlung einsetzen wird oder sonst irgendeine Attacke, Schlitzer oder so. Ah, er macht Zugabe. Das war ein bisschen blöd. So, ich glaube, ich werde ihn ein bisschen trollen mit Eisenabwehr. Ich bin schneller als er. Was? Hat er Konter eingesetzt oder sowas? Ah ne, der macht Zugabe. Okay. Ah, Zugabe. Kein Ding, Bruder. Hier, nochmal Eisenabwehr. Viel Spaß. Das macht... Ah, okay, das war ein scheiß Volltreffer. Das ist ja cool. Ich muss nochmal Eisenabwehr einsetzen, Alter. Hab ja eigentlich nichts gegen, aber... Langsam aber sicher nervt es mich. Ich will auch mal angreifen. Ja, immer noch? Dein Ernst? Ja, nee, dann benutze ich dann doch lieber ein Heil-Item. Supertragen wäre eigentlich eine Verschwendung. Ich werde trotzdem den Everglade geben. Ich glaube, der hat es nötig. So, Finte macht mir fast absolut gar keinen Damage mehr. Und die Zugabe ist jetzt zu Ende. Los geht's mit Eisenschädel. Bams! Yep, Finte macht mir nur noch 6 Damage, Alter. Oh, dein Ernst mit Supertrank, Bruder? Nicht mal die Hälfte weg, das ist ja lame. Nochmal. Kann ich angreifen, okay. Nochmal Verfolgung. Läuft. Wunderschön. Ja, die Frage ist jetzt, was ist sein letztes Pokémon? Und wenn er mir jetzt wirklich mit Bummels kommt, Alter, dann stelle ich mir Fragen. Was ist das Wunderauge? Okay, was ist das denn? Erlaubt es, ohne Pokémon mit Psycho-Attacken anzugreifen. Ignoriert den Fluchtwert des Ziels. Au, oh, nicht übel eigentlich. Das ist gar nicht mal so kacke eigentlich, ne? Dann kann man endlich ohne Pokémon angreifen. By the way, wenn man... Oh, der hat einen Lethargy. Wenn man wirklich Unlicht-Pokémon mit Psycho-Attacken treffen kann, wie wirkt sich das auf die Resistenz aus? Ist es dann... Ist die Attacke dann normal? Oder schlecht? Oder was auch immer? Ich würde ja sagen, die ist normal in dem Falle. Aber ich kann es... ich bin mir unsicher, ehrlich gesagt. Oh, danke für die Angeberei, Bruder. Finde ich voll nett von dir. Ein Angriff wird um 2 Stufen gestärkt. Das finde ich voll nett von dem. Ja, ich dachte schon, ich würde mir selber auf die Fresse hauen. Aber das ist nicht der Fall, was sehr cool ist. So, mal gucken, ob ich was gegen die Verwirrung habe. Vielleicht habe ich ja noch einen Hyperheiler parat. Hier auf jeden Fall nicht. Vielleicht hier bei den Heilmetall. Yep, Hyperheiler. Läuft bei mir. Mal gucken, was er machen wird. Ah, genau, der muss faulenzen. Habe ich ja vergessen vorhin. Der hat meinen Angriff bereits um 2 Stufen gestärkt. Also kann ich hier, glaube ich, einfach ohne Bedenken Holzgeweih einsetzen.
Oh, nochmal. Oh, das... Das ist schon ein bisschen riskant, was er da macht. Ja, auf jeden Fall. Wenn der nicht tot ist, ne? Oh. Nee, ne? Sein Ernst? Ah, komm, das kann ja gar nicht sein mit dem einen KP. Ja, jetzt wird ich mir selber auf die Fresse hauen. Nein, nicht mal. Oh mein Gott, Baumfried. Du bist ein Babo, ey. Auf jeden Fall. Babo for life. Nice. Das ist nicht wahr. Irgendwer schon. Ich fasse es nicht. Ich habe tatsächlich gegen dich verloren? Du hast wirklich Fortschritte gemacht, mein Junge. Aber gut, hier. Das ist für dich. Was bekomme ich denn? Ein Ordern. Warum hat das zwei dieser Dinger? Sieht aus wie eine Brille für Arme. Balance-Orden. Okay, das macht Sinn, aber warum, was hat das hier mit Balance zu tun? Wahrscheinlich, weil es ein Normal-Pokémon ist und normal-neutral ist. Ich glaube, das könnte irgendwie hinkommen. Mit diesem Orden gehorchen alle Pokémon bis Level 60 deinen Befehlen. Okay, wunderschön. Ich feiere dich voll hart. Er gibt mir das Item Heimzahlung, oder eher gesagt die TM. Mit Heimzahlung kannst du dich für ein kampfunfähiges Pokémon an deinem Gegner rächen. Ah, klingt cool. Wenn dein Gegner in der letzten Runde eines deiner Pokémon kampfunfähig gemacht hat, richtet sie nämlich den doppelten Schaden an. Ich bin mir sicher, dass du und dein Pokémon-Team diese Attacke meistern werdet. Klingt eigentlich ganz cool, ne? Ich muss schon zugeben, als Arenaleiter kann ich meinen Frust gerade nur schwer verbergen. Aber als dein Vater habe ich gemischte Gefühle. Einerseits bin ich natürlich stolz auf dich, aber andererseits stimmt es mich auch ein bisschen traurig. Oh, Norman, du bist ja süß. Oh, das war eine Träne. Na gut, Bloody. Ich bringe dich noch schnell raus. Komm, geh mir. Ich glaube, der ist gerade voll angepisst, ne? Denkt sich so, boah, mein eigener Junge hat mich besiegt, Alter, obwohl ich seit 100 Jahren Arenaleiter bin und der kommt nach ein paar Tagen zu mir hin und kloppt mich kaputt, Alter. Ich glaube, das ist gerade der Fall bei denen. So, mal gucken, was sie zu sagen haben. Was für ein Zufall, euch beide habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ich bin hier nur auf Durchreise. Auf der Durchreise, weil ich daheim etwas vergessen hatte. Du legst dich richtig in Zeug, stimmt's, Heiko? Das sehe ich dir auch ohne zu kämpfen sofort an. Wirklich? Das bedeutet mir wirklich viel. Hehe. Vielen Dank. Wir sehen könnt, ist Heiko wieder gesund und munter. Das haben wir alleine, allein dir und deinem Vater zu verdanken. Naja, geht schon. So, weißt du was? Ich möchte mich irgendwie erkenntlich zeigen. Hier, das hier ist für dich. Bladius erhält das Item Surfer oder die TM, verdammte Kacke. Sobald eins deiner Pokémon Surfer erlernt hat, kannst du auf ihm übers Meer reisen. Bloody, wenn ihr wissen wollt, wie stark ihr wirklich seid, schlage ich vor, dass du und Heiko hinter Route 118 das Meer überquert. Dort im östlichen Teil Hoenns leben noch stärkere Pokémon und Trainer. Ich wünsche euch beiden viel Erfolg. Verstanden. Dann werde ich mich bemühen, mit Bloody mitzuhalten. Na gut, Papa, ich mache mich langsam auf den Weg. Bis bald. Komm, Bloody, dann wollen wir mal. Okay, wunderschön. Könnt ihr mich bitte jetzt gehen lassen? Hat er gerade irgendetwas mit Mutti gesagt? Ich habe nicht aufgepasst. Das war vielleicht ein bisschen blöd. Schon seltsam. Ich habe gemischte Gefühle, wenn ich sehe, wie schnell mein Junge erwachsen wird. Einerseits bin ich natürlich stolz auf ihn, aber andererseits stimmt es mich auch etwas traurig. Das kommt mir ein bisschen bekannt vor, dieser Satz. Ha, na was für ein Zufall. Ich habe vorhin genau das gleiche gesagt. Was sie nicht sagen. Aber... Soll ich ihn was verraten? Solange er nun nur weiter zu einem munteren Erwachsenen heranwächst, bin ich wunschlos glücklich. Ja, ich weiß genau, was sie meinen. Oh, ist das nicht süß? Zwei Väter, die sich Sorgen machen um ihre Kinder. Norman sagte, wir sollen unsere Reise hinter Route 118 fortsetzen. Stimmt's? Schalten wir am besten mal das Kartennavi ein. Oh Mann, muss das jetzt sein? Warum... Labert mich nicht voll, Mann. Ich kenne mich in dieser Region besser aus als jeder andere von euch. Oh mein Gott, dein Ernst gerade? Dein Ernst gerade, Bruder?
Du willst mir weismachen, wie Sachen hier funktionieren? Ich glaube, ich werde noch kurz meine Pokés aufheilen und danach können wir uns zur Route 118 begeben. Oder erst im nächsten Part. Ich glaube, das würde dann eher... Das würde schon besser rüberkommen oder so. Ja, gelegener auf jeden Fall. Gelegener. Oh mein Gott, das klingt irgendwie falsch. Ich weiß nicht warum. Auf jeden Fall, Leute, das war's soweit von mir. Das war's für diesen Part hier. Wenn euch dieser Part hier gefallen hat, könnt ihr mich und dieses Let's Play mit einem Daumen nach oben unterstützen. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Part. Euer Bladius.